Willkommen zurück, liebe Goblin-Freunde und die, die's werden wollen. Wir gehen jetzt direkt darunter und holen uns den Gyro-Schrauberschlüssel. Ich hoffe nur, uns erwartet da oben nicht, nicht da oben, da unten erwartet uns nichts Böses. Ich habe mich auch jetzt mal hier auf D&D gesetzt und mit einer kleinen Notiz nebenbei, du bist jetzt live auf YouTube. Also, falls mich jetzt hier jemand anschreibt, weiß er gleich, was Sache ist. So. Was ist denn hier unten los? Ah, Agenten, die droppen das, wenn wir Glück haben. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück. So, komm, Mighty, mach nicht albern. Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn der Erste ihn gleich gehabt hätte. So, komm, aber du hast ihn. Nö, auch nicht. Na gut. Dann der Nächste. Jetzt verfehlen. Ach, Menno. Da wollte ich hier diesen, was, Erdschock mal ein bisschen früher einsetzen und schon verfehlt. Ha. Er hat ihn. So, jetzt müssen wir hier durch. Das sollte kein Problem sein. Die sind ja alle... doch nicht. Oh, oh. Die sind ja alle abgelenkt, wollte ich sagen. Von wegen. Dann gehen wir halt außen rum. Hihi. Oh, kleiner Strandkrebs. Hallo. Ach, der Gyrokopter steht aber auch hier mittendrin. Na gut. Macht mir nix. Das lädt immer noch auf. So, komm, Mighty, mach's um. Ach, nun, also... Also, es hat sich schon mal einer tot verfehlt, echt? Okay, die Heilung war jetzt eigentlich ein bisschen überflüssig. Ich hatte mich da gerade schon aufgeladen. Aber Gott macht ja nichts. Kriegen wir ein bisschen Übung im Heilen. Ich habe übrigens noch nie geheilt. Ich bin ein mit Sicherheit ganz mieser Heiler. Ich bewundere da immer die Leute, die sich das eigentlich da so einfach mal so trauen. Die sich irgendwie einen Charme machen als Tank oder als Heiler und dann einfach losgehen. Also ich habe da voll Schiss vor. Ach hey, jetzt kommt da noch einer. Ja, ich habe da immer ein bisschen Schiss und Respekt vor, weil ich mir auch vorstellen kann, gerade in so einer Instanz, wenn man da versagt, als Tank oder als Heiler, da wird man doch mit Sicherheit schön gedisst. Und ich finde, als DD kann man... Mann, Alter, verpisst euch. Super, jetzt habe ich keinen Mana. Ach, du Alarm. Ja. Hallo. Die Ziel muss ich vor mir... Was? Ich will weg. Verpiss dich. Ich habe kein Mana mehr. Habe ich irgendwas zum Mana aufladen eigentlich? Ach, ist das scheiße. Ach, ist das doof. Na gut. Ja, man muss sich auch verpissen können. Wo war ich jetzt eben stehen geblieben? Ach, bei Tank und bei Heilern, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich da heiden Respekt vor. Als DDler kann man nicht so viel falsch machen, finde ich ja immer. Und das liegt mir eigentlich auch am meisten. Und deswegen wird es von mir wahrscheinlich auch nur DDler hier geben. So, und wenn jetzt nochmal hier so viele kommen, dann wird es auch nur tote DDler geben. Huch! Super, ey. Der andere hat ihn angeschossen und ich krieg hier die Aggro. Ja. So, hier, nimm mal deinen Schraubenschlüssel. Quest beenden. Was nehmen wir denn mal? Stoff? Nein, wir nehmen Leder. So, gleich anlegen.
Wertvolle Fracht. Findet die wertvolle Fracht unter Deck des Allianzschiffes Sog der Vergeltung am Strand der verlorenen Inseln. Alter. Ich hab mich verpisst, edgy bitch. Wollt grad sagen, darf ich denn mal wenigstens die Quest lesen? Aber zum Glück ist der Gyrokopter da schon gestartet. So, wo geht denn jetzt hier die Reise übrigens hin? Ach je, ja klar. Ja. Hänge ich jetzt hier in der Luft? Das verstehe ich nicht. Wo ist Schiff? Hallo Schiff. Oh. Hä? Ja. Okay. Hier stimmt was nicht, ihr Lieben. Hier stimmt was nicht. Ich hänge in der Luft, die Schiffe sind nicht da. Warum denn das jetzt? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Ich log mal gerade hier aus, dann logge ich wieder ein und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Einmal hin und her gelockt. Und jetzt sind die Schiffe da. Gott, habe ich mich eben erschreckt? Ey, ich habe keine Ahnung, was das war. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier wieder rauf aufs Schiff. So. Die wertvolle Fracht entdeckt. Ja, wo ist die denn? Im Zweifelsfall hier irgendwo, ne? Oder? Was sagt denn die Karte? Ja, die sagt nichts. Hallo? Troll! Hallöchen! Lockdown! Rein abgeschlossen. Was ist euer Wunsch? Ah, Troll ist die wertvolle Fracht. Sehe ich das richtig? Vielleicht könnt ihr mir helfen, aus diesem arkanen Käfig zu kommen? Ja, das versuchen wir. Lockdown! Was ist euer Wunsch? Aufs Oberdeck. Begebt euch auf das obere Deck, der Sog der Vergeltung an der Küste der verlorenen Inseln und sprecht mit Troll. Ich sehe euch oben. Alter! Hab noch einmal Dank für meine Befreiung. Hast du Flitzwasser getrunken? Habt ihr das gesehen? Wie schnell ist der denn jetzt? Also, meine Herren. Ich glaube, der war froh, dass er hier rauskam. Des maßlosen Zorns. Entfesselt euren Sturm über der Allianz. Genau, entfesselt euren Sturm über der Allianz. Das passt mir gut. Und schon liegen sie alle hier. Lockdown. So, was mein lieber Troll. Och, ich vermisse dich. Windsturm, vernimm meinen Ruf. Ja, dann ruf mal. Ja, Troll, ich vermisse dich. Ich hätte dich gern wieder als Oberhäuptling. Die Rache des Kriegshäuptlings. Benutzt die Macht des Zyklons der Elemente, um 50 Matrosen der Allianz zu töten. Sobald ihr eure Aufgabe erledigt habt, werdet ihr zur wilden Aussicht geflogen. Okay, da gibt's Stäbe. Ein Stab. Ah, okay, was können wir denn jetzt machen? Blitzeinschlag. Schleudert einen Blitz auf die Feinde, verursacht 750 Naturschaden und springt auf zusätzlich nahe Feinde über. Jeder Sprung erhöht den Schaden. So, ach, okay. Das ist supi, das ist nicht so schwer. Ah, ich liebe so kleine Spielchen-Quests, will ich sie mal nennen. Ja, am besten auf die Boote, ne? Da sitzen ja die meisten drinne. Und schon fertig. Was will man mehr? So, dann bring uns mal zurück zu Troll. Voll der Wirbelwind. Schön. Okay, wilde Schlucht ist da hinten. Wir kommen. Boah, ich glaube, mein Bein schläft gerade ein. Ha 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 ha. Ach so, da sind wir. Doktor, was ist? Ja, und wir nehmen natürlich den Stab. Perfekt. Abschied auf Zeit. Sprecht mit Sassy Harzang an der wilden Aussicht auf den verlorenen Inseln. Okay. Können wir denn vielleicht hier mal... Ah, hier ist Akra Seta, wusste ich's doch, seine Freundin. Ich würde ganz gerne mal was verkaufen hier. Ist hier irgend... Ach, hier, ja.
Er kauft mal meinen Kram. Dankeschön. So, das brauche ich auch nicht mehr. Raus den ganzen Schrott. Die Südmeerschärpe. Ach ne, die kann weg. Kann auch weg. Den Leinenstoff brauche ich nicht. Ich will ja hier eigentlich nichts machen mit Berufen. Die Quastenschuhe. Gehen auch weg. Kann alles weg. Perfekt. Haben wir wieder Platz gemacht. Brauche ich reparieren? Nein. Hier Haltbarkeit 100%. Perfekt. Huch. Ah. Oh, oh. Okay. Dann hier, Sassi. Ein wenig vorlaut, hm? Nein, ich bin nicht vorlaut. Auf und davon. Überlebt den Schuss mit der Raketenschleuder über die Bedrängnis. Ach du Scheiße. Bleibt stark. Ihr glaubt, ihr werdet eine ganz große Nummer. Oh, oh. Es ist der Handelsprinz. Und euch mit diesen Orks anfangen. Ich werde euch vernichten. Ich bin der Handelsprinz. Ich habe Pläne, die mich von dieser Insel bringen und zum König von Ashara machen werden. Er will König von Ashara werden. Da ist doch eine Königin am Werk. Ich glaube nicht, dass die dich mal so einfach, aber gut. Halt. So. Reise mit der Raketenschleuder. Okay, das ist hier. Los. Auf und davon. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Boom. Ach, wie geil. Ach, wie cool. Und wir sind schon im Landeanflug. So, da sind wir. Ach, okay, jetzt sind wir hier drüben angekommen, alles klar. Und da ist der Vorarbeiter Leuchtfunte. Vorarbeiter Leuchtfunte. Ach ja, auf und davon, einmal fertig. Die Stadt in der Kiste klettert auf den Sprengstoffberg und benutzt den Auslöser von Instastadt. Bewegung! Was? Stellt die Instastadt auf. Unsere Leute sind darin gefangen. Oh, ich hätte beinahe euren Fallschirm vergessen. Was? Fallschirm? Was ist hier? Der Hammer. Oh, ja, cool. Ja, Instastadt ausgelöst. Ah, da. Auslöser von Instastadt. Okay. So, dann mal los. Arbeit abgeschlossen. Ui, es geht aufwärts. Alter, es geht aber hoch. Gottes Willen. Wo ist denn jetzt der Fallschirm? Oh, gut. Heieieiei. Na, schaffen wir das noch, hier sicher zu landen? Ja. Och, wie geil. Und der Erfolg. Wie tief kann man fallen? Das ist ja mal geil. So, cool.